Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem Donnerstagsspiel von Be a Pro Goalie. Nach nur einem Spiel, nämlich gegen die Chicago Blackhawks, dürfen wir wieder zwischen den Pfosten stehen. Heute gegen die Boston Bruins und heute auch zu Hause im MTS Center der Winnipeg Jets. So, wichtig ist heute vor dieser Weltmeisterschaftspause, dass wir diese Partie dominieren, dass wir noch einen Sieg holen, auch dass wir dem Trainer signalisieren, okay, Blattmann steht im Tor, Blattmann kann aber auch gewinnen mit den Winnipeg Jets. 9 Spiele, 4 Siege, ist die Ausbeute relativ niedrig momentan. Und das gilt es am Ende wirklich abzulegen, denn so will ich das nicht. Wir können besser spielen, das wissen wir alle, wir haben es gesehen, gerade auch nach der Pause direkt ein Shutout hingelegt, es geht besser. Es ist nur manchmal, weiß ich nicht, Unkonzentriertheit oder wie auch immer. Einfach nur kleine Fehler, die zeigen, dass der Goalie-Mode noch nicht ganz fehlerfrei ist von meiner Seite. Dass ich da noch nicht die Routine drin habe. Als dass ich sage, alles klar, hier läuft's, Bombe. Ist natürlich auch immer ein bisschen Tagesform abhängig. Und heute habe ich aber ein gutes Gefühl. Gerade auch gegen die Boston Bruins. Wheeler, da ist es! Hier ist man! Irgendwie habe ich da ein positives Gefühl gehabt. Ich weiß nicht warum. Irgendwie war da alles generell ganz gut. Und da ist es. Das 1:0 von Blake Wheeler. 5 Minuten 28 in dieser Partie gespielt. Und da ist keine Chance. Ich weiß nicht, ob Tuukka Rask noch im Tor der Boston Bruins steht. Aber das war auf jeden Fall schon mal gut. Und so können wir weiter anknüpfen. Barflehen auf Little. Little schießt einfach mal, nee, Subban steht im Tor. Ist ja mit PK Subban verwandt, ist der Bruder von ihm. Torhüter bei den Boston Bruins. PK Subban kam ja von den Montreal Canadiens im Tausch mit Weber zu den Nashville Predators. Sehr schön rübergespielt, es ist auch viel Platz da. Boston lässt die Verteidigung weit offen und da beinahe das 2:0. Guter verdeckter Schuss, da ist Griffith, der hat jetzt viel Platz. Griffith, sehr gut gemacht. Auch hier wieder keine Rebound-Chance zugelassen, aber Fehler wieder im Aufbau. Und das darf halt auch nicht passieren. Krejci, der hier beinahe zum Ausgleich kommt. Turbulent. Die Mitte des ersten Durchgangs wieder Griffith. Boston macht jetzt richtig viel Druck über Krejci, über Griffith. Sie kommen immer wieder über die linke Seite rein. Und bislang steht trotzdem die Null. Nächste Schussmöglichkeit geblockt. Brad Marchand. Nikolai Ehlers sorgt erstmal für die Befreiung. Das Little, der hat jetzt ein bisschen Platz. Kann, wenn er es gut anstellt, den Keeper der Bruins etwas in Verlegenheit bringen. Wheeler, das war dann doch abseits. Kontrolle über die Scheibe, nicht ganz so schnell. 3 Siege gab es zuletzt nur für die Boston Bruins aus den letzten 10 Partien. 6 wurden direkt nach 60 Minuten verloren und eine nach Verlängerung / Penalty schießen. 3-6-1 also die Statistik. Pasternak spielt rechts raus auf Brad Marchand. Wieder schöne Scheibe, diesmal auf Patrice Bergeron. Und wunderbar nachgesetzt. Wunderbar nachgesetzt, aber wieder heute das glückliche Händchen von Blattmann. Und bislang können wir wirklich zufrieden sein. Die Schüsse, die kommen. Die Häufigkeit, die hier aufs Tor geschossen wird, die ist schon sehr beachtlich. Und trotzdem steht die Null. 60 Sekunden noch im ersten Durchgang. Wunderschön. Scheifli, aber auch Subban. Souverän. Schön in die Fanghand. Aber auch unsere Statistik sieht nicht wirklich besser aus. Nur 2 Siege aus den letzten 10 Partien. Winnipeg als auch Boston aktuell auf dem absteigenden Ast. McQuaid nochmal rüber auf Spooner. Schuss kommt nochmal, aber fliegt übers Tor. Also 1:0. Die Führung für Winnipeg nicht ganz unverdient. Boston probiert es immer wieder. Ein Schuss sogar mehr als die Winnipeg Jets und trotzdem sieht es ganz gut aus. Haben ein perfektes Drittel gemacht und damit schon fast die Paradenstatistik quasi erfüllt. So, Mittelabschnitt. Krug auf Bergeron. Gleich wieder in die Offensive gehen. Wheeler verliert die Scheibe gegen Marchand. Oder muss man wirklich aufpassen, denn der Schuss, der wird dann schnell gesucht. Der Abschluss
Und solche unvorhergesehenen Schüsse können dann doch zum ein oder anderen Treffer führen. Sporil. Links auf Pasternak. Schön gesehen, dass da Platz ist. Und der hätte durchaus das Ding hier selber zum Abschluss bringen können. Pasternak. Sehr schön in Bedrängnis. Das sieht gut aus, aber da ist wieder Sporil. Und da sind aber auch Bufflin und Blake Wheeler. Peton ist da auch mit der 28. Das ist Scheifli. Wheeler zurückgelegt auf Peton. Und das war Tic-Tac. Nur Toe hat gefehlt. Sagt man ja immer so gerne in der National Hockey League. Oh, there's a Tic-Tac-Toe and it scores. Wenn dann die Pässe so geil rüber und quer und wieder zurückgespielt werden. Das ist schon richtig geil. Heroes of Little. Oh mein Gott. Den hätte man durchaus machen können. Pasternak. Hoffentlich wird uns das nachher nicht zum Verhängnis. Boril. Die Ecke zumachen. Jetzt die linke Ecke zumachen. Und dann müsste dann die Scheibe mal wieder rausbefördert werden. Bufflin. Ehlers. Und das sieht gut aus. Also auch wieder. Nein. Krejci. Krejci mit der Chance. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was hier für Fehler gemacht werden. In einer Aufbausituation, die eigentlich fehlerfreier nicht sein kann, kommt trotzdem der Fehler zustande. Da muss man aufpassen. Little mit der Chance. Offensiv Boston. Mehr Druck als unsere Winnipeg Jets. David Backes. Wenn es David Backes ist, ich weiß es nicht. Sind ja mittlerweile so weit fortgeschritten. Da können auch ein paar Rookies nachgerutscht sein. Es ist immer schwierig. Ich weiß nicht, ob Backes nach Boston geht. Ich weiß nicht, wer dann weggegangen sein sollte. Es ist also für mich... Oh! Und was für ein Safe! Was für ein Safe, den ich so gar nicht reagiert hatte oder registriert hatte. Lecco Mio! Auch wieder eine Situation, wo die Scheibe unglücklicherweise in die Hände des Gegners kommt. Also es ist noch viel Arbeit auf jeden Fall. Ob wir mit Winnipeg da jemals was reißen werden, das sei mal dahingestellt. Ob die Winnipeg Jets unsere letzte Anlaufstelle sind bei dieser NHL Goalie Mode Season, das weiß ich auch ebenfalls nicht. Das sind alles Zukunftspläne des Trainers, des GMs. Fakt ist auf jeden Fall, wenn wir abgeschoben werden von Winnipeg, wieder ins Farmteam der Vollmer, dann würde ich wieder simulieren, denn das mache ich nicht nochmal. Wunderschön gemacht. Das 2:0 für die Winnipeg Jets. Und das ist wichtig von Blake Wheeler. Zweiter Treffer für ihn heute Abend. Hat er Glück gehabt. Scheibe gut abgeprallt. Und dann kann Subban sich da breit und lang machen, wie er will. Das schafft er dann einfach nicht. Scheifli und Peton. Mit dem Assist gut gemacht. Also jetzt erstmal etwas mehr Ruhe drin durch dieses 2:0. Trotzdem, für uns steht halt noch die 0 aktuell. Ne? 1:10. Vor Ende des Mitteldurchgangs. Ah, abseits. Patrice Bergeron mit plus minus 1. Scheifli, da ist Wheeler. Spooner. Auf Hayes. Da kommt nochmal der Schuss. Aber da können wir auch ablegen, da passiert nichts mehr. Also, zweites Drittel ist durch. 2:0 schmeichelt unserer Leistung eigentlich. Boston bei weitem effektiver und bei weitem offensiver. Aber es ist halt, es reicht. 13:10 Schüsse. Wenn zwei vorne drin landen, ist gut. Oder siehst du mal, da kannst du am Ende 20, 30 Schüsse haben. Es reicht. Und das sieht bislang zumindest ganz gut aus. 20 Minuten sind es noch. Boston wird auch in diesem Drittel wieder hochbrisant offensive Aktionen starten. Scheifli schon wieder in Bedrängnis. Da ist Patrice Bergeron. Pasternak! Und da legt er sich auf die Scheibe drauf. Wieder guter Einstand. Auch in dieses Drittel. Wesentlich besser noch als in der letzten Partie. Lecco Ballo Krug. Und das war schon Schuss Nummer 15. Also heute sieht es auch ganz gut aus, was die Statistik betrifft. Boston bemüht. Und Winnipeg hält Stand. Nicht zuletzt aufgrund der doch guten Leistungen heute von Blattmann. Wir dürfen wirklich zufrieden sein. Wir haben 2, 3, 4, 5 Schüsse gehabt, die hochbrisant waren.
die wir dann aber doch sehr souverän rausgefischt haben. Scheifli, jetzt 3-0, Wheeler hier, Mann! Blake Wheeler, lupenreiner Hattrick, dritter Treffer für ihn heute Abend. Und das ist bitter für Weber, ne, nicht für Weber, für Subban. Drittes Tor heute Abend und jetzt dürfen die Mützen fliegen. Wunderschön. Zack, zack. Selber den Rebound gemacht. Sehr, sehr schön. 8 Tore damit auf dem Konto. Und damit kann er doch durchaus zufrieden sein mit diesem heutigen Abend. Könnte zum Game Winning. Ja, da bewegt sich halt einfach nicht mehr. Der bewegt sich halt einfach nicht mehr. Damit ist es auch erledigt. Sowas nervt mich dann. Wenn der Torhüter dann so steif ist und es geht nichts mehr. Du bewegst dich eigentlich in die Richtung, aber der steht da einfach nur und macht gar nichts. Naja, ein Tor haben wir gekriegt. 16 Schüsse sind es, glaube ich. Haben wir noch eine gute 90er-Quote. Aber trotzdem, wie schön wäre es gewesen vor der WM. Hier noch, was weiß ich, ein Shutout reinzuballern oder so. Holy moly, ey. Es wäre halt auch mal geil, wenn du für deine Nation auflaufst. Also, ist ja so, du wirst ja nominiert für den Kader. Und da wäre es halt geil, wenn du so eine Bio-Pro-Karriere machst und dann dementsprechend geil spielst und dann nominiert werden könntest. Och, leck mich doch jetzt! Gibt's doch nicht. Jetzt geht's wieder los. Da kann ich nichts machen. Ich bin mit dem rechten Stick nach links. Unmöglich. Auf jeden Fall, wenn du dann nominiert werden könntest fürs Nationalteam, je nachdem, was du halt für eine Nationalität angibst beim Erstellen deines Pros. Das wäre geil. Das wäre nochmal ein Feature, was ja bei FIFA schon jahrelang funktioniert. Dass du Nationalmannschaft spielst. Warum soll das auch nicht bei der NHL funktionieren? Komm weg damit. Oh Leute. Du kannst... Geh doch hoch! Ich drücke da schon gar nichts mehr. Du kannst eigentlich hier nicht abspielen. Ja, ja, ist klar. Es ist so zum Kotzen, die ballern dich da so zu und die Mannschaft von dir selber macht nichts. Es gibt's doch gar nicht. Selber schuld, Winnipeg, ohne Scheiß, Mann. Was so gut anfing, die ersten beiden Drittel, muss natürlich wieder im letzten Drittel zerstört werden. Guckt euch mal die Pässe an. Die sind so dämlich da vorne drin, das ist unglaublich. Da kannst du dich nur aufregen. Über so ein Drecksteam, das ist unglaublich, Mann. Und dann so, was ist das? Wie kann es sein, dass mit dem Fingerschnippen die Mannschaft auf einmal nur noch so eine Bullshit-Kacke zusammenspielt? Da bringen mir die 3 Tore von Blake Wheeler auch nichts. Meine Fresse, echt. Fuck off, bin ich gereizt jetzt. Und ich dachte eigentlich, dass dieses Spiel versöhnlich zu Ende geht. Vor der Eishockey-WM, aber ne. Eine Minute noch. Gehen wir hier tatsächlich noch in die Overtime oder schafft es Boston vielleicht sogar noch, den Siegtreffer zu erzielen? Ich habe keine Ahnung. Schieß halt. Abgefälscht und Subban. Vielleicht ist es aber gar nicht schlecht, wieder eine Pause. Zumindest im Goalie-Mode. Es kann echt nicht wahr sein. Wie man so schlecht agieren kann in der Defensive, das ist Kindergarten. Baflier.
Pétain, jetzt kommt schon Scheifele. Oh. Schade, absolut schade, aber wir gucken mal, vielleicht kriege ich das auch hin, dass ich die Seasons mit den Winnipeg Jets da einfach weiter simuliere und dann noch eine andere Mannschaft finde. Ich muss mal schauen, wie ich das mache, aber Winnipeg ist einfach nur... Ich habe schon gesagt, warum ich da nicht eigentlich hin will. So, die letzten Sekunden, es sieht alles wirklich nach Overtime aus, es gibt's nicht. Es sei denn, nein, der Gefallen wird uns noch nicht getan. Holy moly, ey. Bin echt ein bisschen angeranzt gerade, also 30. 30 Minuten sind um, ne, 60 Minuten. Teamplay, sonst passt eigentlich alles, aber das war, na gut, 26 zu 17 Schüsse, das ist schon krass. Dass Boston dafür einen Druck aufbaut. Aber wenn sie jetzt noch 4 Schüsse aufs Tor bringen, die ich alle halte, dann habe ich trotzdem 90%. Und das ist halt krass. Da merkt man dann auch. Komm weiter. Da vorne ist niemand. Da sind nur 2. Jetzt haut das Ding da rein. 3 gegen 3. Habe ich ja schon immer gesagt. Bei den CPU-Spielern nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Jetzt hau doch mal da rechts raus, oh Mann. Hälfte, Overtime durch. Ich kann mit meiner Torhüterleistung heute absolut zufrieden sein. Ich habe da nichts auszusetzen. Wir haben so eine Menge an Torschüsse gekriegt. Und dafür ist es echt in Ordnung. Hätten wir jetzt wieder so 8 Schüsse oder 9 Schüsse und dann die 3 Tore, wäre es was anderes. Aber wir haben fast 30 Schüsse aufs Tor gekriegt. Komm schon! Patrice Bergeron ist schnell unterwegs über rechts. Wird ablegen, jawohl, so ist es. Krug, nochmal ein Safe, da sind es bei 28, glaube ich. Also, ihr seht es, es ist fast 30 Schüsse aufs Tor und doch haben wir trotz dieser 3 Gegentore die 90%-Marke. Bei den Saves erreicht. Jetzt kommen auch rein. Yes! Scheifele! Wenigstens der Sieg ist sicher. Schön abgezogen zu Ben. Guckt da ein bisschen aus der Wäsche, kann passieren. Sieht natürlich da jetzt deutlich besser aus als bei mir. Hier geht es nach oben. Wunderbar. Also, alles in allem. Ich sag ja, die eigentliche Bewertung. Wir sehen es ja hier. Teamplay geschafft, Positionsspiel geschafft, Paraden. Sogar mit A-. An mir liegt es nicht. Da kann sich die Mannschaft ruhig mal selber irgendwann eine Nase fassen. Also, Wheeler, Scheifele und Pétain. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es jetzt geschafft. Vor der Weltmeisterschaft hier noch ordentlich was zu machen. Wir gucken einfach, wie es weitergeht. Es kommt jetzt die Pause. 18 Spiele haben wir schon wieder gemacht. In der Saison. Und wir spielen ja nicht alle 80. Wir spielen ja maximal, weiß ich nicht, 40, 35. Das wird unsere Einsatzquote sein, wenn es da jetzt nicht noch irgendwie megamäßig nach oben geht und wir dann auf einmal Top-Torhüter sind. Keine Ahnung. 10 Spiele, 5 Siege. Fangquote 87,2. Gegentorschnitt von 2,35. Alles noch ein bisschen verbesserbar. Aber ansonsten kann ich zufrieden sein. Wir gucken in die Pacific Division. Da führen die Calgary Flames vor Anaheim. Dann San Jose, Los Angeles, Edmonton, Arizona. Und schließlich die Vancouver Canucks. In der Central Division führen die Nashville Predators vor der Minnesota Wild. Dann Dallas Winnipeg jetzt. Nur ein Punkt zurück zu den Dallas Stars. Mit einem Sieg könnte man sie überholen. Dahinter Colorado, Chicago und die St. Louis Blues. Die Atlantic Division ganz vorne mit dabei, die Ottawa Senators, dann Montreal, Florida, Buffalo, Boston, Tampa Bay, Toronto und die Detroit Red Wings. Und in der Metropolitan Division Washington Capitals vor den New York Islanders, dann Pittsburgh, Carolina, Columbus, Philadelphia, die Rangers auf 7, nur die New Jersey Devils schlechter. Das also der aktuelle Stand beim Beer Pro Goalie Mode und ich hoffe, dass wir ab morgen eine richtig geile Weltmeisterschaft erleben werden. Macht da ordentlich Werbung für. Es ist in diesem Ausmaß die einzige Weltmeisterschaft auf YouTube im deutschsprachigen Raum,
die so extrem ausgeführt wird. Und ich hoffe, euch macht sie Spaß. Ich freue mich da jetzt drauf. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann Ende Mai wieder. Bis dahin, euer Bloody LP.